Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Destiny. Ja, und vorweg möchte ich nur ein paar kleine Worte verlieren. Also, ich muss doch sagen, dass ich sehr erstaunt bin, wie gut das Projekt doch bei euch ankommt. Also, ich habe jetzt von den Zuschauerzahlen und von den Likes und auch von den Kommentaren so ein bisschen, bin ich da ja mit euch am Kommunizieren in den Kommentaren und da kam nämlich auch die Frage auf, ob PC-Spieler und Konsolenspieler in Destiny 2 wohl zusammenspielen werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist da eher sehr gering, weil das alles mit diesem ganzen Auto-Aiming-System zu tun hat, weil das so ein eigenständiges Spielelement auf der Konsole ist und das auf den PC rüberzubringen wird ein bisschen schwer und ich denke deswegen alleine werden PC-Spieler und Konsolenspieler nicht zusammenzocken werden. Das geht alleine deswegen schon nicht. Das Destiny auf den PC zu bringen, wird ja wohl eine etwas größere Herausforderung werden. Habe ich jedenfalls öfter schon mal gehört in den ganzen News und im Internet. Und ja, müssen wir mal gucken, wie Destiny auf dem PC wird. Ich werde Destiny auf jeden Fall weiter auf Konsole spielen. Einfach so aus Prinzip. Ich meine, ich hätte zwar auch einen PC, der bestimmt auch Destiny 2 schaffen würde, aber ich möchte gerne weiterhin auf der Konsole bleiben. Ja, des Weiteren möchte ich auch sagen, ich habe jetzt eine Facebook-Seite aufgemacht. Ich glaube, die packe ich mal unten in die Kommentare, beziehungsweise in die Videobeschreibung eher. Falls ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, da werde ich auch viele Status-Updates und alles pipapo posten und ich bin auch richtig klug, was ich gerade mache. Ein Moment, denn ich habe noch nicht mal meine Stoppuhr gestartet. Ich habe mein Handy noch nicht auf lautlos gemacht. Also, ich bin ja auch richtig gut vorbereitet. Denn eigentlich wollte ich ja auch erstmal bis Samstag keine Aufnahme machen. Ich habe mich jetzt doch spontan entschieden, dazu jetzt noch ein, zwei Folgen schnell aufzunehmen. Und was heißt schnell? Also ich nehme die ganze in Ruhe auf für mich. Und ja, deswegen werde ich jetzt nochmal schnell kurz pausieren und nochmal meine Stoppuhr vorbereiten und mein Handy auf stumm schalten. Also sehen wir uns gleich wieder. Ciao. So, jetzt habe ich alles soweit eingerichtet. Dann wollen wir jetzt mal weitermachen in der Story von Destiny. Wir sind gerade auf dem Mond und gucken uns jetzt mal um. Wir haben nämlich jetzt auch eine neue Story-Questline bekommen und zwar geht das um das Schwert von Crota. Das werden wir auch erst angehen, weil das auf Stufe 8 ist. Wir sind erst schon Stufe 11. Deswegen werde ich jetzt erstmal das angehen, was auf Stufe 8 ist. Und ja, darum geht es um Folgendes. Dringe in die Scharfestung ein und zerstöre das legendäre Schwert von Crota, eine Waffe, mit der einst Tausenden von Hüter getötet wurden. An die Mission starten wir jetzt. Übrigens, ach nee, jetzt kann ich gleich nicht reden, weil er hundertprozentig gesprochen wird. Da möchte ich nicht drüber sprechen. Ich habe die Kryptarchen-Aufzeichnungen nach dem Tempel von Crota durchkämmt. Hör zu. Vor langer Zeit eroberte Crota den Mond. Sein Schwert war so dunkel, dass es alles Licht verschlang. Nun schläft Crota, nicht aber das Schwert. Die Warlocks gehen davon aus, dass die Schwarmprinzen es in einer Kammer bewachen. Wenn du uns das Schwert bringst, sorgen wir dafür, dass es niemand mehr führen wird. Tja, dann werden wir das doch jetzt mal versuchen zu organisieren. Also wir werden es auf jeden Fall kriegen. Ich bin da jetzt erstmal optimistisch. Um das Schwert zu vernichten, müssen wir seine Macher, die Schwarmprinzen, finden und töten. Einer von ihnen soll eine Kultstätte beim Höllenschlund bewachen. Den nehmen wir uns zuerst vor. Ja, machen wir das doch so, wie der Geist das sagt. Jetzt weiß ich auch schon mal gar nicht mehr, was ich vorher sagen wollte. Ach ja, doch, ich habe jetzt auch mal meine PlayStation-Kamera angeschlossen, die ich ja benutzen werde, um mit euch dann zu kommunizieren. Falls mal einer zufällig von euch online ist und mir irgendwie joinen will und Bock darauf hat,
Bin ich richtig? Ja. Wäre ich jetzt auch darauf vorbereitet, denn ich hätte jetzt auch ein Mikro. Momentan habe ich sie aber stumm geschaltet, weil mich dann sonst auch andere Spieler hören würden. Die Kultstätte ist direkt vor uns. Mit denen in einer Party wäre. Für euch habe ich gerade keine Zeit, Entschuldigung. So. Dort finden wir ihn. Hoffentlich bist du bereit. Ja, das war ja klar, dass wir jetzt Besuch kriegen. Wäre ja auch komisch geworden. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen, weil ich schon länger nicht mehr gespielt habe. Haha, ein Tag nicht mehr. Bin ich völlig raus. Guck, da geht schon los. 30 Schüsse vorbei. Aber das macht nichts. Wo seid ihr da? Sitzt mir da jemand? Anscheinend ja schon. Einer weniger. Ich führe uns zu den anderen. Huch, oh. Da ein Vollgas. Von mir. Ach, da wäre mein Super bereit. Ich will ja nicht für Unruhe sorgen, aber ich orte das Schwert durch das Licht der Hüter, die es getötet hat. Etwas weiter unten. Das ist ein wenig beunruhigend, Geist. Oh, moin. Ja, dein Schutzschild wird dich auch nicht lange schützen. Das Schwert ist nah. Ich spüre seine Kraft. Tja, wenn das nah ist, ist das ja, glaube ich, eigentlich nicht so gut, oder? Aber wir sollen es ja auch mitnehmen, irgendwie. Leibeigene. Oh oh. Da habe ich nicht genau aufgepasst. Die können nämlich echt gefährlich sein. Oh oh, besonders die. Okay, wo war das? War das da oben irgendwo? Da auf jeden Fall. Hallo, hier bin ich. Erledige sie. Ja, das ist mein Plan. Ich wollte jedenfalls nicht, dass sie mich erledigen. Oh oh, Hexe.
da liegt noch ein normales Engramm. Schnapp dir das Schwert. Das sollte sie hervorlocken. Vorsichtig. Seine Kraft ist dunkel. Dunkle Kraft. Genau das Richtige. Ein Hüter, der eigentlich das Licht verteidigte. So, jetzt werde ich euch erstmal alle vernichten hier mit eurer eigenen Kraft. Eurem eigenen Herrscher oder wer auch immer das war. Das Super lädt sich auf jeden Fall sehr schnell auf. Das ist ja gar nicht mal so uncool. Yeah. Nimm das. Und das. Ja, das finde ich übrigens in Destiny auch ziemlich cool, dass das automatisch dann umswitcht zwischen Third Person und First Person, wenn das angebracht ist. Schwarmpilzen wollen zum Schwert. Ja, aber ich möchte nicht. Oh Gott. Ich habe zwar das Schwert, aber so stark bin ich ja dann doch nicht, dass ich da alles aushalte. So. War's das? Nein. Achso, da ist wieder so ein kleiner Prinz. Okay, ich muss aufpassen. Aua, genau deswegen. Immerhin noch eine Dunkelheitszone, das heißt, ich müsste wieder von vorne anfangen. Ja, also schlechter hätte ich dieses Super nicht platzieren können. Ah, einen muss ich noch, sehe ich gerade, ein Schwarmprinz. Oh, das Super ist schon wieder bereit. Oh Gott. Oh oh. Ganz ruhig. Ist ja gut. Nimm das. Sehr gut. Das Schwert ist weg. Sie sind alle erledigt. Es heißt, das war eine der stärksten Waffen, die die Schar je gegen uns eingesetzt hat. Das glauben uns die Kryptarchen nie. Wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt die stärkste Waffe gegen sie selber eingesetzt habe. Hätten die wohl auch nicht gedacht. Die lieben Gefallenen. Die liebe Schar. Was ist das denn hier? Ein Impulsgewehr.
So, das wäre diese Mission gewesen. So, wir müssen jetzt zurück zum Turm. Ich könnte natürlich jetzt hier auch schon die nächste Mission machen. Wahrscheinlich wäre das sogar klüger. Weil... Kurz mal gucken. Aha. Ich habe eine bessere Handfeuerwaffe. Die rüste ich doch gleich mal aus. Sehr schön. Helm. Haben wir auch was Neues? Ja. Den können wir noch nicht ganz ausrüsten. Und wir haben hier einen besseren Brustschutz. So. Das Scout-Gewehr werde ich jetzt mal entfernen. Das Impulsgewehr behalte ich, falls ich nicht so gut klarkomme mit dem Revolver. Wobei ich den ja schon benutzt habe eigentlich. Und das schon gut kann damit. Naja, gut und gut, ne? So, dass es mir Spaß macht auf jeden Fall. So, wir sind erst bei 13 Minuten. Und deswegen werde ich jetzt gleich die nächste Mission hier im Mond angehen. Und zwar ist das Kammer der Nacht. Durchsuche die Scharfestung nach einer Kammer, von der der Sprecher vermutet, dass dort ein dunkles Ritual abgehalten wird, das den Reisenden zum Schweigen bringt. Wobei ich nochmal das überdenken möchte, weil ich denn doch lieber zum Turm... Das ist einfach so, glaube ich, geschichtlich besser zusammenhängend, würde ich sagen. Guck mal, da unten steht schon Destiny 2. Zwischensequenz. Deswegen überlege ich jetzt gerade, was ist sinnvoller, jetzt noch die Mission dazu machen? Ich denke schon. Wobei ich das immer dann für die Folgen so ein bisschen blöd finde, die dann zu benennen. Deswegen gehe ich jetzt einmal zum Turm zurück. Ich meine, euch kann ich ja die Ladezeiten oder die, beziehungsweise, ja, die Ladezeiten, das sind ja nun mal die Ladezeiten, kann ich euch ja Gott sei Dank ersparen. Deswegen sehen wir uns gleich, wenn wir wieder beim Turm sind. Da fällt mir jetzt nämlich auch ein, dass ich ja schon ein paar Minuten vorweg geredet habe, ohne dass die Stoppuhr gelaufen hat. Also von daher ist die Folge ja doch schon länger, als ich sie da auf meinem Handy auf der Stoppuhr sehe. So, dann gehen wir jetzt erstmal wie gewohnt zum Kryptarchen. Was kann ich für dich tun? Und dekodieren den Helm. Vielleicht ist der ja sogar besser. Nee, der ist sogar nicht besser. Ich könnte den jetzt ausrüsten, aber im Endeffekt würde dadurch das Lichtlevel sinken. Zwar kriege ich Disziplin, aber momentan gucke ich da noch nach dem Lichtlevel und noch nicht nach den Disziplinpunkten. Was vielleicht auch, oder nach den Statuspunkten, was vielleicht auch falsch ist. Wobei ich denke, dass das eher am wichtigsten ist, wenn man dann nachher Max-Level erreicht hat und da dann seine Statuswerte zu maximieren und da ein bisschen drauf zu achten, weil wir kriegen jetzt ja sowieso stetig neue Ausrüstung. Falls ich da falsch liege, bitte schreibt mir das gerne in die Kommentare. So. Genau. So, dann gehen wir jetzt hier mal zur liebe Eris. Ja. Das ist genau die Stärke, die wir brauchen werden. Das Schwert ist zerbrochen. Ich konnte fühlen, wie seine Dunkelheide diese Welt verließ. Und doch ringt der Schargott Krota immer noch darum, wiedergeboren zu werden. Sein Champion, die Faust von Krota, arbeitet unaufhörlich daran. Mache die Faust im Kosmodrom ausfindig und durchkreuze diese Pläne. Erledige Sardon, die Faust von Krota, bevor die Schar Krotas Seele erwecken kann. Aha, also scheint Krota immer noch zu lauern. Krota scheint immer noch zu lauern. Wir hatten zwar sein Schwert jetzt sozusagen vernichtet oder bekommen, aber er scheint immer noch da zu streben, wieder aufzustehen, aufzuerstehen. Naja, gut. Das war's dann hier für diese Folge und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann würde ich sagen, bis dann, Hüter. Ciao.